drei beenden schließlich nach Stunden den Kampf gegen den Keiler. Nicht ohne deutliche Spuren zu hinterlassen. Leider hat aber Herr Damme zweimal geschossen auf die Waschmaschine. Und dann kam... Vor allem, wie sie es auch umschreiben, ja. Jäger und Polizei beenden nach Stunden den Kampf gegen den Keiler. Das war ein Überläufer mit 25 Kilo. Den hättest du zweimal vom Wand getreten, den Sack drüber geschmissen, da war gut gewesen. Die haben, ja, wenn da 120 Kilo Keiler drin ist, da hätte die Küche umgebaut. Ja, das kann die glauben, da hätte die Tür mit rausgerubbt. So ein Krepel. Ja, die könnte mit dem Fleischklopper durchschlagen. Das wie. Erstmal mit der 9,3 der Waschmaschine ausgewuchtet. Ja. Alter, da hat er aber auch ein Loch reingerungst oben in der Ecke. Ihre Wahnsinn.